Hallo und willkommen zu TableQuest. Wir haben den 1.7. und Ausgabe 18 ist im Handel erschienen. Dieses Mal bekommen wir in der Ausgabe mal keine Figuren geliefert, sondern zwei Pöttchen Farbe und eine Spielmatte. Ja, die Spielmatte ist aus normalem Glanzpapier. Das zeige ich jetzt gleich aber auch. Den Anfang macht jetzt erstmal das erste Pöttchen Reikland Flash. Richtig? Genau, Ruckard Flash. Entschuldigung. Und als nächstes kommt dazu das Mephiston Red. Das sind diesmal die beiden Farben, die wir bekommen. Ja, das ist ein besonders schöner Rotton, wie ich finde. Auf dem lässt sich ganz fantastisch aufbauen. Den benutze ich selbst sehr oft. Und das ist, ja, damit kann man schön das Buckman's Glow zum Beispiel ein bisschen aufhellen, um Akzente auf die Hautpartien zu bekommen. Gut. Jetzt wollt ihr garantiert erstmal die Matte sehen. Da muss ich aber für aufstehen. Moment. So, ich habe sie mal auf den Boden gelegt. Ihr seht selbst, das ist wie ein Poster, wenn man so möchte. Allerdings ist sie zweiseitig. Moment, ich drehe sie euch mal um. Ja. Sie ist relativ stabil. Aber ich würde sie vielleicht trotzdem vielleicht auf einen Bilderrahmen aufkleben. Ne? Ist schick und für lau auf jeden Fall, ja, ist umsonst, kann man mitnehmen. Nun zur Ausgabe selbst. Diesmal bekommen wir wieder jede Menge Geschichte. Zum Beispiel wird uns ein komplett neuer Primaris-Orden vorgestellt, nämlich die Silver Templars. Da bekommen wir wie meistens einen kleinen Ausschnitt mit einer Geschichte, die uns die ganze Fraktion näher bringen soll. Und da haben wir einen Organisationsplan. Finde ich immer ganz nett. So, wie ist er aufgebaut? Wie kann man die gesamten Mannequin unterscheiden, wer in welchem Trupp ist, welche Aufgabe erfüllt? Ist schon nett. Gut. Dann bekommen wir wieder mal einen Einblick in die Space Marine Rüstkammer. Und man erklärt uns, wo kommen Boltwaffen her, wie funktionieren sie, welche Arten gibt es. Ja. Dann gibt es wieder eine kleine Geschichte zu den Hellblasters. Die sind ja letztens bei den 5 Figuren neu dazugekommen. Wieder eine kleine Story. Schön. Gut. Das nächste, was wir bekommen, ist eine große Anleitung zu den Figuren, die wir bisher bekommen haben und wie wir die neuen Farben dabei einsetzen. Also, wo können wir Rot anbringen? Wie sollen wir es anbringen? Das ist nicht wenig. Da sieht man auch gleich mal, wie viele Figuren man eigentlich in der ganzen Zeit schon bekommen hat. Gut, als nächstes haben wir dann wieder eine Tutorial-Mission, nämlich Mission 7. Wir haben einmal die Datacard für den Mythic Blighthauler. Sehr schön. Die fehlt ja bisher. Gut, und als letztes noch mal eine Vorschau. Ich finde Ausgabe 19 ist wieder ein Highlight mit einem ganzen Trupp Terminatoren des Nurgle. Das sind doch einfach nur schöne Miniaturen, wenn man sich das so anschaut. Und übernächste Ausgabe ist wieder so, schon wieder Container. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das dann der letzte war. Gut. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Wie gesagt, diesmal leider keine Figuren, dafür einmal ein schönes Spielfeld und zwei neue Farben. Genug zu tun für die nächste Woche. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye!